Diese stinkenden Abfallberge sind die Endstation von Deutschlands Plastikmüll. Statt wie versprochen recycelt oder zu Strom verwandelt zu werden, landet der von uns sorgfältig sortierte erste Weltabfall am anderen Ende des Globus im Dschungel von Malaysia. 130.000 Tonnen kamen allein vergangenes Jahr hierher. Im Hafen der Stadt Klang, wenige Kilometer westlich der Hauptstadt Kuala Lumpur, wird Deutschlands Problemmüll abgeladen. Wenn die mit Plastik gefüllten Überseecontainer an Land gebracht werden, gilt die Ladung in Deutschland offiziell als recycelt. Die Realität in Fernost sieht jedoch ganz anders aus. Denn vor allem die chinesische Müllmafia hat eine ganz eigene Art, mit dem Unrat Made in Germany umzugehen. Umweltaktivist Tan Se Han versucht, die schlimmsten Auswüchse der Müllgangster aufzudecken. Mindestens 30% des Plastikmülls kann nicht recycelt werden. Aus dem Rohstoff wird Müll, der entweder verbrannt oder einfach weggekippt wird. Dieser ganze Hügel ist eine Müllhalde. Was für uns eine Umweltkatastrophe darstellt, ist für diesen Mann seine einzige Einnahmequelle. Er sammelt winzige Metallreste aus dem deutschen Unrat. Für ein Kilo Altmetall bekommt er 9 Dollar. Das Gebirge aus dem Inhalt der gelben Tonne ist kein Einzelfall. Auch diese nie fertiggestellte Wohnsiedlung ist jetzt eine illegale Mülldeponie. Abgeladen wird der Dreck nachts. Hunderte Lkw kommen an entlegene Orte wie diesen und verschwinden dann wieder ohne ihre Ladung. Es ist zu viel Müll für die großen Verbrennungsanlagen. Die Luftverschmutzung und der Gestank wären zu schlimm. Deshalb werden kleinere Mengen einfach wild verbrannt oder der Müll wird irgendwo hingeworfen. Das verschmutzt ganze Landstriche und das Grundwasser. Nicht nur Plastikverpackungen, sondern auch Gehäuse von Elektrogeräten aus Deutschland liegen in Säcken in der Geisterstadt. Das ruft auch hier die Ärmsten der Armen auf den Plan. Menschen wie Sharifa. Die 35-Jährige sitzt an einem Rohbau und sortiert. Es gibt drei verschiedene Arten von Plastik. Ich erkenne sie, wenn ich es anzünde. Brennt, qualmt oder brennt nicht. Das ist alles. Ein Mann kauft ihr das brennbare Plastik ab. 50 Cent zahlt er für ein Kilogramm, 35 Cent, wenn es nur kokelt. Dass Sharifa dafür täglich giftige Dämpfe einatmet, ist ihm wohl egal. Die Regierung gibt vor, gegen die Müllmafiosis vorzugehen. Dabei ist ihr schärfstes Schwert eine Rolle gelbes Absperrband. Den Recyclingbetrügern ist das aber egal. Sie arbeiten auch in geschlossenen Anlagen einfach weiter. Umweltschützer Tan Se Han fragt am Werkstor nach. Offensichtlich will der chinesische Pförtner lieber nicht darüber sprechen, was hier genau gemacht wird. Dann verschwindet er durch den Hinterausgang. Nach ein paar Tagen fließt ein bisschen Geld an die lokalen Behörden. Danach geht alles wieder seinen Gang. Man hört die Maschinen laufen, hier wird gearbeitet. Das ist eine der illegalen Müllverarbeitungsfabriken in der Gegend. In Malaysia gibt es nur 62 Recyclingunternehmen, die legal Müll importieren dürfen. Sie sortieren, waschen und schreddern den Kunststoff. Dann werden daraus Pellets, die wieder weiterverarbeitet werden können. Ökoaktivistin Lei Peng ist den illegalen Müllfabriken auf der Spur. Sie hat schon über 100 solcher Dreckschleudern ausgemacht. Von außen sehen die illegalen Abfallentsorger ganz unauffällig aus. Es ist traurig. Den meisten illegalen Fabrikanten sind die Strafen der Regierung egal. Die Einkommen sind sehr hoch, bis zu 8.000 US-Dollar pro Stunde. Diese üppigen Margen gibt es aber nur, wenn der unverkäufliche Plastikmüll einfach verbrannt wird.
Die schwarzen Überreste liegen dann überall verstreut. Das ist verbranntes Plastik. Das ist keine Holzkohle. Das sind die Überreste vom Plastikmüll. Das ist dieser stechende Gestank. Sie haben keine Importgenehmigung. Sie verschmutzen das Wasser und die Luft. Sie haben das Grundstück hinter der Fabrik gemietet. Dort waschen und schreddern sie das Plastik. Wir haben sie angezeigt, aber die Regierung hat nichts unternommen. Warum ist es started here? Hier hat alles angefangen, weil Dorfbewohner krank wurden. Da guckt jemand. Okay, go, let's go. Lass uns abhauen. Leipings Furcht ist mehr als berechtigt, denn vor kurzem wurde ihre Familie Opfer eines feigen Farbanschlags. Eine Warnung der Mafia. Doch Leiping ist nicht nur verängstigt, sondern leidet wie viele andere Menschen hier in der Umgebung auch an den gesundheitlichen Folgen der illegalen Müllverbrennung. Auch Katie Tan und ihre Kinder haben Asthma, ausgelöst durch die giftigen Dämpfe der Müllfeuer. Meinen Kindern fällt es schwer zu atmen. Ihre Nasen laufen und sie haben Husten. Sie haben oft Kopfschmerzen. Wir haben nachts den Rauch gerochen, wussten nicht, woher er kam. Meine Cousine hat mir dann erzählt, dass hier eine Müllfabrik in der Nähe ist. Und trotzdem ist es natürlich richtig, Müll zu trennen. Aber noch besser ist es, wenn wir alle endlich anfangen, im Alltag weniger Plastik zu verbrauchen.